Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in Folge Nummer 29 von Voxel Tycoon. Wie wir sehen, steht hier alles. Wir müssen halt schauen, dass wir da jetzt weiterkommen. Irgendwie müssen die Bretter vom Zug. Wir brauchen 30.000, haben wir gesagt. Und das Ganze muss dann mal irgendwie geschehen. Jetzt läuft es hier wenigstens weiter. Wir würden nach dem Intro uns das dann mal genauer angucken, wie wir das optimieren können. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, letztes Mal ist ja einiges schief gegangen, meine ich. Ne? Wir sind da einigen Pleiten, haben wir da gesehen und sowas. Das müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Also er hier ist durchschnittlich und so wie es aussieht, kriegt er auch Erz, weil das sind die Erzwagen. Wir müssen nach Holz gucken. Alles, was mit Holz zu tun hat, müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Hier ist Holz. Schrecklich, ferner die Schließung. Nicht genug Gold. Schließt sich in 31 Tagen. Gefräß West. Ich würde jetzt mal ganz schnell diesen Zug, der hier irgendwo steht, einfach mal wieder losschicken. Damit er neue Ware holt. Das hat ja so keinen Sinn. Das mit den Brettern klappt ja so nicht. Haben wir gerade gesehen, ne? So, jetzt ist nur die Frage, Gefräß West war das, glaube ich, oder? Warte mal, das ist hier, das ist, nee, das ist eine Bushaltestelle, wir brauchen ein Lagerhaus. Logistik. Womit ist der verbunden? Mit niemandem wahrscheinlich. Hier gibt es Gefräß Südwest. Der bringt da aber nicht das hin, was wir hin wollen. Ich denke, hier ist kein Platz. Das ist eine neue, sag schon, neue Lieferstelle, ne? Das würde bedeuten, wir müssen da jetzt eine, ne, das ist hier an der Straße, ein Depot bauen, ein Terminal bauen. Ein Güterterminal wäre das, damit wir da beliefern können. Aber so wie das aussieht, wird das schwierig, da die Geldmittel gerade wieder fehlen. Da wird Sand verlangt, okay. So, den mal bitte weiterschicken. Und dann gucken, wo das Holz hinfährt. Das wird wohin geliefert? Ah, hierhin, okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Wo fährt er jetzt lang? Da. Das sind Holzbarren, die können wir jetzt auch nicht gebrauchen. Gefräßabzweig ist hier und das Nordwest ist da und das wird da beliefert. Und das detailmäßig ist ein LKW da drauf. Wo fahren die anderen hin? Schick den weiter. Schick den weiter. So, Meldestadt West. Ist hier und da muss unbedingt Holz hingeliefert werden. Okay, das ist noch verbleibende Zeit, das geht. Damit kommen wir eigentlich klar. Aber der Zug ist schon wieder leer. Den müssen wir wieder schicken. So, der hier ist Heubach West. Heubach West, Logistik. Okay, da und da. Der braucht noch alles. Heubach West hat auch... Ah doch, hier ist er rot. Schrecklich, aber das ist noch nicht schlimm. Da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen mit dem B-Laden, ne? Jetzt ist die Frage... Flotte. Fahrzeuge ersetzen. Okay, da brauchen wir noch keine wohl ersetzen. Was mich interessieren würde, ist eine... Liste
Der Produktionsstätten, die wären mir viel lieber, ne? Ah, hier sieht es erstmal ganz gut aus, ne? Das meiste hier ist ja mit Rot behaftet, mit Grün behaftet hier. Ein Fahrzeug hier ist im Depot. Fahrzeug 22. Fahrzeug 22 müsste erstmal irgendwo was anbringen. Warte mal, da müssen wir schnell einen weiterschicken, damit der Rest entladen wird. Der auch weiterschicken, weil der bringt auch nichts für uns. So, und der ist jetzt ins Depot, weil er Birges Nordwest nicht beliefert. Das heißt, der kann jetzt aber auch wieder fahren, weil Holz wird da ja gebraucht in Birges Nordwest, wie wir sehen. 91 Tage, das sollte auch noch klappen. Da kommt jetzt einer und der wird auch beladen, das ist gut. Wir müssten jetzt Geld scheffeln, damit wir hier noch das Holz, das Bretterdings da Bumster schaffen, ne? Und man muss gucken, dass man ne, mitkriegt, wann so einer kommt, dass der auf jeden Fall weiterfährt. Ja, Fahrzeuge sind teilweise unrentabel, ist klar. So, jetzt ist der Dingens, das heißt, der Zug muss weg. Wann fährt er weiter, wenn er hinter diesem Signal ist? Ja, sehr schön. Ja, die Bretter sind noch vollkommen drauf, ne? Das würde uns jetzt auch nicht so richtig weiterhelfen, ne? Okay, das kann jetzt stehen bleiben, oder? Weil das leer ist. Gibt es denn irgendwo hier Bretter noch? Hier sind Holzbalken. Das ist alles nichts mit Holzbalken. Hier sind Stämme. Und sonst nichts. Ich glaube, die Bretter sind wir gerade gar nicht mit unterwegs. Kann das sein? Gibt es nirgendwo so. Da steht er. Hier sind Dingens. Da hatten wir schon geschaut, ne? Was ist das? Das ist Kupfererz, was wir sowieso nicht haben. Ich glaube, wir können die Bretter auch von diesem Zug runternehmen, weil das keinen Sinn macht. Der fährt jetzt, naja. Okay, wir sind etwas langsamer. Lassen wir wieder auf Stufe 2 laufen. Der wird nicht voll. Das bedeutet, lass ihn fahren. Und der wird auch nicht mehr voll. Ich muss das ja leer kriegen, ne? Und hoffen, dass wir ein bisschen Geld mal schaffen. Aber ich sehe immer nur die vierstellige Zahl und keine fünfstellige. Das läuft. Das läuft auch. Das läuft auch noch. So, der Zug kann weg, weil nicht das passende Material mehr drauf ist. Schickt den mal gerade ins Depot. Das Fahrzeug kann keinen Weg zum Depot finden. Jetzt macht das. Und bearbeiten. Machen wir da das drauf, oder? Und lassen fahren. So, sollte klappen. Der fährt auch gerade schön vorbei dann. Sehr gut. Okay, Bretter sind jetzt aus dem Rennen erstmal. Jetzt brauchen wir das Restliche. Und da ist jetzt die Frage, ob das mit den Holzdingern hier klappt, Balken, ne? 82 Nachrichten sind jetzt für uns aber auch nicht so relevant. Beziehungsweise sind bestimmt Nachrichten bei, wo wir das nicht hingekriegt haben zu liefern und deswegen sind dann irgendwelche Werke kaputt gegangen. Hier ist schlecht, aber geht nicht kaputt. Da ist schon gelb, orange. Das ist also auch gut. Das können wir nicht liefern. Also in Heubach.
Ist alles gut. Hier ist das, hier ist das. Hier wird angeliefert, ist mit 80 Tagen jetzt nicht so prickelnd, aber es müsste jetzt wieder klappen. Ja, jetzt sind die Balken da wieder. Ja, hier kommt nichts rein, ne? Das ist unser Problem. Wir müssten definitiv hier ein zweites Häuslein haben, wo Zeug reinkommt, ne? Der weg. Der macht's Geld. Oh, die stehen hier in der Schlange. Warum das? Fahr mal den, das war der weiter gerade. Ja, ich muss schnell den LKW haben, diesen hier, weil der macht ja was falsch, ne? In Gefrees Süd wird kein Holz mehr gebraucht. Das heißt, ich muss nicht bearbeiten, sondern hier eine andere Linie aussuchen. Jetzt muss ich nur schnell rausfinden, wo hier sowas gebraucht wird. Hier Heubach West. Ich hoffe, das passt jetzt. Der muss weg. Der lädt, der Zug fährt. Okay, dann müssen wir jetzt abwarten wieder hier. Oh, wir haben mal 18.000, habe ich gerade gesehen. Das ist schon mal sehr schön. Und dann müssen wir jetzt dann tatsächlich das Häuschen hier bauen. Das Lager für Stämme. Wenn's Geld da ist. Sand kommt. Und da stehen sie wieder. Ne, der kriegt auch noch gut. Jetzt wartet er auf den Gegenzug, ja. Und da kommt er. Ich glaube, das können wir zumachen hier, Gefrees Süd, da es wird nur Sand verlangt. Okay, der kriegt nicht, der muss fahren. Der kriegt auch nichts, der muss auch fahren. Und der kriegt auch nichts, der muss auch fahren. Oh, wir haben gerade ganz viel Geld. Lass uns schnell ein Depot kaufen. Lagerhäuser. Ein kleines Lagerhaus. Ich glaube, ist trotzdem noch drin, ne? Und da kommen Stämme rein. So, jetzt fährt der Zug endlich rund um die Uhr. Also, will ich hoffen, aber hier mit dem wird das das Problem sein, ne? Aber der Zug wird entladen, das ist schon mal wichtig. So. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen Geld gehabt, das ist doch cool. Aber wir hatten ja unten noch, ist das schon weg bestimmt, ne? Ja. Wir hatten hier eine Fabrik, glaube ich, die stand hier. Wegen Holz. Konnten wir uns aber leider nicht leisten. Wird hier angeliefert? Ja, schlecht. Aber wird angeliefert. Hier, das läuft alles. Hier sehe ich jetzt nichts. Das läuft wohl. Holz ist schrecklich, 44 Tage. Der andere Zug kommt jetzt gerade nicht. Doch, da kommt er. Jetzt ist die Frage, ob da einer hinfährt, ne?
Wahrscheinlich nicht. Logistik. Melrichstadt West. Holz nach Melrichstadt West brauchen wir. Details. Holz. Läuft. Lass den mal schnell verschwinden. Ich muss den folgen. Und dann müsste ja hier entladen werden und das müssten wir retten können, oder? Tage. Der liefert jetzt ab. Jetzt müsste sich hier was ändern. Ja, wie viele Fahrzeuge sind da auf der Linie? Das wäre schön zu wissen. Ich glaube, das ist verhindert, oder? Ja. Weil wir angeliefert haben, passt es jetzt. Insolvenz vermieden. Wunderbar. So, da fährt jetzt auch einer hin. Was sind das? Bretter? Tatsächlich, wir haben jetzt da wieder Bretter. Aber die werden wahrscheinlich irgendwie anders angeliefert, kann das sein? Gibt es da Logistik? Ja. Aber es gibt kein Depot hier in der Nähe. Ja. Können wir uns das leisten? Ja, auf jeden Fall. Terminals. Güterterminal. Ich glaube, wir drehen das mal um und setzen das hier hin, oder? Dann haben wir das und das dran, weil hier wird ja auch nicht angeliefert. Kann das sein? Da gibt's auch nichts. Nee, ich mache das jetzt erstmal mit dem anderen Fahrzeug nur. Da ist nämlich einer im Depot. Dann würde ich den mal individuell Halt hinzufügen. Die Bretter gibt's ja hier, ne? Laden. Und er fährt mir erstmal dahin. Wo ist es? Da. Halt hinzufügen. Da. Entladen. Vollladen. Entladen voll. Speichern als. Holz zu Melrichstadt Nordwest. Okay. Und starten. Details nochmal. Er hat Stämme, das ist falsch. Er muss Bretter haben. Ach, ich hätte ihn vielleicht nicht zumachen sollen. Naja, ist jetzt egal. Und hier haben wir Eisenbarren müssen dahin. Das ist hier. Kriegen wir so ein Auto noch zusammen? Stimmt, ne? 120, ja. Kaufen. Oh, was ist das für einer? Okay, der braucht was anderes. Einen so einkaufen und hinzufügen. Hier gibt es die Eisenbahn, laden, voll und halt hinzufügen. Und wo war der jetzt? Hier. Und da entladen. Lass mal schneller laufen. So. Speichern als Eisenbahn zur Melrichstadt Nordwest. Und starten. So, sollte erstmal laufen. Hier sieht es mal ganz gut aus. Der Zug ist noch unterwegs. Würde besser aussehen, wenn der schon da gewesen wäre. Aber hier ist ja auch voll, ne?
Das bedeutet, wenn der jetzt gleich leer ist, dann müssen wir erst eine Pause machen. Aber den machen wir in der nächsten Folge. Müssen wir hier definitiv schauen, dass wir zweimal diese Holzbalken machen, dass der dann da besser abliefert hier, ne? Dass das voller wird. Weil hier steht jetzt wieder einer, der uns da behindert. Machen wir mal so, ne? Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.